Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei den Farmworkers im Grünfelderland im Projekt RP-Projekt, muss man dazu sagen, Legend of Farmers 2. Ich freue mich. Wer Legend of Farmers 1 noch nicht gesehen hat, der geht einfach mal auf YouTube, gibt Game World Farmworkers ein, dann kommt ihr auf die ganzen Playlists, ihr Lieben. Genau, so sieht's aus. Und ich war in der letzten Folge mit der Laura im Gespräch. Ja. Wer fährt hier durch wie so ein Barney? Und die habe ich gerade noch am Telefon. Laura, aber ich glaube, ich muss dich mal kurz. Ich muss mal kurz auflegen, weil ich muss den Kai unbedingt mal anrufen. Ich kann bei dem das Saatgut nicht abladen. Weiß nicht warum. Ja, kein Problem. Na, wir waren ja soweit durch. Genau. Na gut, na dann hören wir uns und erstmal einen schönen Tag noch. Gleichfalls. No, bis dahin. Ciao. Mal Krüger hier anrufen. Ja, gar nicht. Scheiße. Erik, ich stehe neben dir. Hä? Ah! Warte, ich leg auf. Moin! Hier, Kai, warum kann ich denn das nicht abladen hier? Weiß ich nicht. Das geht nicht. Also, deine ID ist eingescannt. Ah, jetzt? Alles klar. Ah, jetzt gerade erst eingescannt, oder? Nein! Doch! Du, halt! Jetzt stopp hier jetzt! Steig aus, Freundchen, jetzt kriegst du aber auf die Fresse. Nein, kriegst du nicht. Das sind die 8... Polizei! Ey, wer ist denn bei dir vorhin mit dem... Ist es die Frau von G-Punkt gewesen? Nein. Wer war denn das? Hier wird der... McGregor. Ja, genau der. Mac Krakauer. Ja, ich mach meinen einmal kurz aus. Ja. McGregor. Der ist aber eigentlich ganz fit, muss ich sagen. Also, was heißt fit? Der hat mir natürlich Sachen erzählt. Also, so richtig Ahnung hat er jetzt nicht. Aber es ist ein ganz netter. Ist aber ein ganz netter, muss ich sagen. Ja, also, ich hab jetzt meine Maschine endlich geliefert bekommen. Was hast du denn gekriegt? Zeig mal her. Komm, los, zeig mal. Einmal den ULW. Was für ein Ding? Ach, den hier? Genau, einen ULW. Ja. Hier steht aber ULW. Würde ich. Ja. Ey, hier, das musst du reklamieren, Kai. Komm mal her. Ja. Nee, das musst du reklamieren, das ist scheiße. Guck mal, hier steht. Doch, hier steht ULW. Das ist ein falscher. Ja. Das ist ein falscher Anhänger, glaub mir. Es ist ja auch ein Unterladewagen. Ist klar. Ey, komm, der war gut. Der Uber-Ladewagen, yeah. Genau. Nee, da geht's halt darum, dass wenn ich mit dem T8, weil ich doch mich jetzt demnächst relativ baldig wahrscheinlich von den Feldgrößen her nochmal vergrößern werde. Und genau, dass ich halt mit dem T8, mit dem Bandlaufwerk nicht so auf Straßen unterwegs sein möchte, wegen Schonung. Plane ich quasi da Saatgut bzw. Mineraldünger dann halt rein und quasi nur das Nötigste mit dem T8 zu fahren. Ja, ist richtig. Und der Vorteil ist, wenn du mal hier schaust, schau mal hier. Wo? Ja. Komm, hier. Genau vor deiner Nase. Ja, ich seh's schon. Eine integrierte Waage. Kai, guck mal da genau hin. Da stehst du drauf. Das ist definitiv. Ist das geil. Das ist definitiv. Guck mal, das ist hier, das ist, ja genau. Ja. Ich muss auch, okay, die ersten. geil. Also war auf, die ersten 18,5 hast du drin, ne? Was? 70 habe ich ja bestellt. Ja, pass auf, wir machen das jetzt gleich mal aus, vom Preis her. Ja. Sonst wird es nichts. Das wird da sonst bis übermorgen nichts. Genau. So, pass auf. Ich sag dir mal den normalen Einkaufspreis, ne? So, pass auf. Wenn du es jetzt kaufen würdest irgendwo, ne? Also hier irgendwo. Beim Händler zum Beispiel. Also ja, genau. Wenn du es jetzt kaufen würdest. Dann, irgendwo, ja. Also Saatgut pro 1000 Liter sind 900 Euro wert. Ne? Alles klar? Kann sein, ja. So, mein Verkaufspreis, ne? Ja.
Beziehungsweise, nee, ich habe ja gar keinen, nee, nicht meinen Verkaufspreis eingelappt. Mein Einkaufspreis, aber ich habe keinen Einkaufspreis. Ich würde dir, also normalerweise verkaufe ich es für so 1000, 1100, ne? Ich würde dir, weil du mir jetzt öfters geholfen hast, den Preis von 900 lassen. Das ist also eine Preis, eine Preisersparnis von 200 Euro pro 1000 Liter. Können wir so machen. Können wir so machen? Genau. Okay, perfekto. Pass auf, dann rechne ich das schnell mal durch. Ich habe es dir auch schon ausgerechnet. Also ich habe da 111.000 circa geliefert. Müssten ziemlich genau 111.000. Das wären 127.650. Genau. Also du wolltest 70.000 haben, ne? Genau. Oder mal halt, ne? 0,9... sind 63.000 Euro, genau. Was du mir geben müsstest. Was hast du jetzt ausgerechnet, wie viel Geld? 127.650. Die 50, die lässt weg. 600. Ich okay. Nehme noch 100 da. dann stellst du mir eine Rechnung, obwohl es kannst du gleich überweisen, von 64.600. Genau. Warte, das machen wir gleich eben. Genau, eben. Das machen wir über Blitzüberweisung. Ja, ja. Warte. Was hab ich gesagt? 6.400, ne, hab ich gesagt? Du meinst ja so 6,4 Mille. Ist klar. Nicht? 60.600. So, okay. Sehr schön. Ich hab Plus gemacht heute. Passt. Ja, ja, geht seinen Gang. Ich fahr dir das dann so nach und nach jetzt rein, ne? Genau. Okay, perfekto. Dann sind wir da erstmal auf alle Fälle durch miteinander. Genau. Muss mal, 70.000. Muss ich mal kurz noch was rechnen. Okay, das sind ein bisschen mehr als 3 Anhänger. Das ist gar kein Problem. Bringe ich dir jetzt alles noch fertig her. Also das kriegen wir heute hin. Das kriegen wir heute hin. Das passt. Na? Das sehe ich uns doch. Genau. Okay, so machen wir das. Kai, sonst noch irgendwas? Ist das jetzt das Einzige, was du gekauft hast? Nee, oder? Nee. Was hast du noch? Komm, dann zeig mal her jetzt. Was ist denn du? Ich habe hier hinten noch einen fetten Kalker. Genau. Das ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Genau, und also ich habe es mir jetzt mal durchgerechnet. Ah. Ich brauche alleine, jetzt halte ich fest, ne, weil ich alles aufschreibe und so weiter, nur um meine hier Felder am Rand, also die direkt an meinem Hof liegen, brauche ich 2,5 Arbeitsstunden, nur die Fahrtwege. Ja. Ne, wenn man sich das halt dann, weil ich rechne auch mit Diesel und so weiter, dass sich das halt auch ausgeht, also ich habe alleine nur Fahrtkosten für diese 2,5 Arbeitsstunden hab ich 8,5 bis 10.000, je nachdem welches Gerät und welchen Schlepper da. Ja. Und um das eben jetzt abzukürzen, bin ich halt einfach hergegangen und habe mir quasi ein ÖLW geholt. Den stelle ich dann halt so an, zum Beispiel an meinem Feld 139, 137 schön zentral hin. Ja. Mache ich klatschig voll und kann ich permanent überladen. Ja. Okay, krass. Krass. Genau. Oder wenn irgendjemand anders braucht, dann kann der den auch mehr ausleihen. Ja. Nee, ist und es ist halt zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal sage, dass ich Zeitdrescher habe, weil ich will ja mich heute ja wieder vergrößern. Ja. Dann kann ich halt an ein Feld mein ÖLW stellen und dann an das andere Feld meine Mulde. Ja. Geht auch. Geht auch, ja. Genau. Das geht auch. Also, ne, und im Endeffekt will ich mit dem ÖLB dann meinen Mineraldünger komplett, hoffentlich komplett über Ansehen rüberbringen. Sag mal, du machst aber jetzt wirklich keine Gülle oder irgendwas sowas mehr, ne? Oder kein Mist? Wie soll ich das jetzt beschreiben? Aufgrund dessen, dass irgendwas mit meiner Produktion nicht stimmt. Also mein Roboter, der fährt noch, aber irgendwie... produzieren die Tiere nichts, sie nehmen zwar weg, aber die Gülle wird auch nicht abtransportiert. Du willst nicht wissen, wie es im Stall ausschaut. Also ich habe Gülle da, aber es ist halt immer das Problem. Weil ich überleg halt, also ob ich biomäßig düngen, weißt du? Also mit Mist oder Gülle, aber habe ich ja nicht. Also müsste ich mir ja kaufen. Weißt du? Also wenigstens der erste Düngestufe. Ne?
ist halt die Frage, was du insgesamt brauchst, dann Gülle. Also willst ja, du brauchst jetzt dann schon was? Ich brauch dann schon ein bisschen was. Ja, nee, also nee, das ist mal so zukünftig gedacht, weißt du? Okay, weil jetzt könnte ich dir roundabout 200 Kubik geben. Nee, das ist ja gar nicht mal so wenig schon. Aber ich kann es nicht lagern bei mir gerade. Ne? Also es wäre dann so, dass man sagt, ich hol die, wenn ich mal irgendwann das wirklich so mache. Weil ich weiß ja nicht, du willst ja mineralmäßig düngen, ne? Hast du gesagt? Genau. Okay, also für dich wäre die Gülle sozusagen sowieso ein Ballast. Wenn ich dir da, was weiß ich, ein bisschen Gülle abkaufe, also für einen kleinen Beitrag, ne? Also, und ich mir die hole selber, wäre das in Ordnung? So zukünftig mal so überlegt? Also von mir aus kannst du die Gülle auch so haben und keine Ahnung, du gibst mir dann halt mal irgendwie mal da ein bisschen Rabatt und da ein bisschen Rabatt oder, ne? Mhm. Ja, wäre ja in Ordnung. Wir wissen ja beide, dass Gülle ein Furzwert ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, es ist halt ein Abfallprodukt, ne? Genau. Ja, aber im Endeffekt, wenn ich dir jetzt sag, was ich alleine mit meinem Strohplus gemacht habe, dann wirst du auch, wow. Echt? Sag mal. Ja. Ich habe mit einer Million Liter habe ich knappe 200.000 gemacht. Okay, krass. Und ja, ich habe 312.000 Liter noch da bei mir. Ja, ne, und es ist halt, klar schaut es nicht nach viel aus, aber Stroh ist im Endeffekt wie Weizen, Masse. Ja, das stimmt. Aber sag mal, also da könnten wir sozusagen mal zukünftig irgendwann mal zusammenarbeiten. Das definitiv, und es ist auch, also von mir aus, also ich hab ja dir auch mal gesagt, dass ich so in diese Richtung gerne gehen möchte, gerne auch so mal experimentierfreudig bin, dann würde ich dir sogar da eventuell insofern entgegenkommen, dass ich mich an dem Güllefass oder was auch immer dran beteilige. Im Sinne von, dass du das Güllefass dann hier zum Beispiel auch unten kostenlos parken darfst. Das hört sich sogar ziemlich gut an, muss ich sagen. Das hört sich gut an. Ja. Da können wir, lass uns das Gespräch mal vertagen und dann vertiefen. Vielleicht mal bei einem Bier oder so. Übrigens, Kai, ja, weißt du was? Ja. Nee. Aber das darfst niemand erzählen, ne? Was denn? Die Laura. Ich muss ein bisschen, warte, ich flüstere es mal ins Ohr. Nee. Die Laura. Ja. Hat jetzt zugesagt. Für einen gemütlichen Abend, so ein Wein oder so. Ist das geil? Ha! Ich freue mich. Soll ich euch schon mal gratulieren oder kann noch ich? Nicht? Nee, Gottes Willen. Okay. Ich freue mich natürlich, dass er mir jetzt versucht zu vertrauen. Weil ich bin ja hier nicht so in Hallentry. Jetzt mal was komplett was anderes. Ja. Ich weiß nicht, was die Stadt getan hat, aber heute sind die Straßenverhältnisse tipptopp. Ja, ne? Krass. Ja. Sogar die Polizei, die ist an mir aber vorbeigerauscht mit einer 200 in der 30er-Zone. Und ohne Martinshorn. Ja. Nein, Quatsch. Aber er ist sehr schnell an mir vorbeigefahren. Okay. Na gut, Kai. Dann pass auf, dann machen wir das so. Wie gesagt. Also was mich noch interessieren würde, wie schnell produzierst du denn eigentlich Gülle? Das kommt drauf an, weil, wie gesagt, momentan ist irgendwas im System bei mir nicht richtig. Also Okay. Mir wird angezeigt, dass halt 0% produziert. Also ich meine, wir können ja mal gerne hintergehen, kannst du das selber anschauen. Weil, wie gesagt, das ist halt momentan das Problem. System, das ist hier hinten. Genau, hier wäre dann der Gülle-Entnahme. Vorne, ja, das ist irgendwie genau, gut. Genau, beziehungsweise ich habe schon Teil umgeladen. Okay. Genau. Ah, hier. Also hier siehst du, dass halt Heu da ist, Stroh da ist. Hier. Genau. Geil. Ne, also hier siehst du, dass halt alles da ist, ne? Heu, Stroh, Silage. Mineralfutter, das ist hier der Tank. Ja, schießt ja auch, dass er voll ist. Und trotzdem zeigt mir das System, ich weiß nicht warum, eine Produktion von 0% an. Und das verstehe ich halt nicht so ganz. Aber das hat wohl der Herr Goldberg auch. Das ist wohl ein technisch schwierigeres Problem.
ein anderweitiges Problem. Okay, aber es produziert aber Gülle, oder was? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also es generell produziert es Gülle. Ja. Allerdings momentan, das hat mir der Herr Goldberg auch gesagt, sind die Rohre anscheinend, also vom, keine Ahnung, überregional, ich weiß nicht, wie das mit der Verteilung gehandhabt ist hier. Wohl irgendwie alle Rohre verstopft, also irgendwie kommt da momentan nichts durch. Oh, wenn du, okay, krass. Ne? Ja, du verstehst, was ich sagen will, ne? Ja, genau. Und der Herr Goldbeck, der hat zum Beispiel, hat er mir mal gesagt, irgendwie auch dasselbe Problem, wenn ich richtig bin. Mhm. Genau. Müsste ich eigentlich mal den Herrn Brandt anrufen, mal fragen. Genau. Also, aber ich könnte dir, wenn du sagst, okay, du möchtest es bei Enfeld ausprobieren, hier hinten wäre ein bisschen was drin. Ich wäre auf alle Fälle mir demnächst mal so ein Fass ausleihen. Einfach um mal zu probieren, wie das ist, ob das cool kommt, ob das schön ist, weißt du, ob das besser wächst und alles. Und dann, wenn das alles klappt, müsste man halt wirklich mal davon ausgehen, okay, man bräuchte natürlich dann viel Masse. Genau. Und ich sag's richtig. Auch so, wie es ist, ich bin ja auch in Interesse dran. Ne? Ich habe ja schon mal damals erzählt. Ich würde dir sogar, wenn du sagst, du hast so ein großes Güllefass, dass du das Bandlaufwerk von meinem T8 brauchst, ne? Weil halt bessere Bodenverteilung und so weiter. Ich hab mir einen neuen Traktor gekauft für Franz. Ach, da plus. Lass 1050? Nee. Nicht ganz. 900er Serie Fendt. Ja, okay, auch gut, ja. Ja. Aber aber weißt du, was ich gelesen habe? Was denn? Mir fällt es gerade ein. Ich glaube, du musst hier Gras und Heu mit reintun. Bei Gülle. Nein. Also hier auf der Map. Also hier auf im Grünfelder Land. Welche Map? Ja, hier im Grünfelder Land. ist das irgendwie ganz speziell. Habe ich gerade gelesen. Also wie gesagt. Mir wird hier nichts angezeigt bezüglich, dass Gras irgendwo reinkommen könnte. Ich habe gelesen, also ich mache noch so einen Formvlog, ne? Mhm. Und die haben das jetzt gerade mitgekriegt. Die haben gerade gesagt, dass du das in den Stall reinfahren musst. Ja. Gras und Heu. Wenn ich das hier aber reinfahre, dann produziere ich nicht die Gülle, die ich haben will. Dann produziere ich Gülle und Mist. Na gut, aber das wäre ja auch nicht das Problem. Mist ist ja in Ordnung. Also den würde ich dir auch abnehmen dann. Ne, also wenn, dann würde ich halt gerne 100% Gülle machen. Ne, weil warum, wenn ich hier rein nicht Mist? Verlad den Mist mal. Ja, mach ich. Kein Ding. Mein Formvlog schreibt gerade, dann sollst du das Stroh weglassen. Dann geht's. Ja, ich weiß. Ich füttere ja kein Stroh ein, damit ich die Gülle bekomme. Ja. Genau. Okay. Na gut, müssen wir nochmal gucken. Ne? Auf alle Fälle, wie gesagt, würde ich da das mal so machen, ne? Dass man mal sagt, wir machen da irgendwie so eine Gülle-Gemeinschaft. Ja klar, also ich... wir machen mal nur Gülle. Na gut, Kai, wo bist denn du jetzt hin? Ja, ich bin hier immer noch unten. Ja, pass auf, ich mach mal weiter, ne? Sonst kriegst du heute dein Saatgut nicht mehr. Ja. Das will ich aber gerne so machen, dass du es heute noch kriegst. Ja. Deswegen würde ich sagen, ich setze mich jetzt auf den Bock drauf und fahr erstmal wieder los, ne? Genau. Wann schwebt dir das Gespräch vor, damit. Vielleicht am Montag wäre vielleicht ganz cool. Da komme ich mal runtergefahren. Okay, genau. Ja, Montag können wir machen. Genau. Ne? Dann halten wir Montag fest. Halten wir Montag mal fest. Ne? Sollte ich durch irgendwas vergessen, sag mir mal Bescheid. Ja. Da rufst mich mal an. Ja. Na gut, Kai, ich bin erstmal weg, ne? Ja, tschüss. Ciao. Gut, das war natürlich jetzt ein gutes Gespräch. Müssen wir mal sehen. Okay, also Stroh weglassen. Gras reinfüllen. Naja, muss man probieren. So. Dann gucken wir mal, ob irgendjemand. Wenn ich.
Gülle. Will aber nur Gülle. Na gut, dann ist es halt so. Gut, ihr Lieben, wir sind aber schon wieder durch. In der nächsten Folge fahren wir, wie gesagt, ein bisschen Saatgut. Werden wir natürlich nicht die ganze Folge durchmachen, das ist klar. Aber wir müssen hier auf alle Fälle ein bisschen Saatgut fahren. Wir haben jetzt gerade eine sehr schöne Kooperation so ein bisschen ans Laufen gebracht. Das ist natürlich vielleicht ganz geil. Müssen wir mal sehen, ob das gut wird, die ganze Geschichte. Aber ich glaube schon. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schaltet wieder ein, lasst ein Däumchen da. Euer Sven, ich bin erstmal raus. Tschüss und ciao.